Ein höllischer Ort. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Uncharted 4 A Thief's End auf der PlayStation 4. Darf ich vielleicht mal duschen? Ja, wir sind hier stecken geblieben und hier geht's weiter. Jungs, oder Abend lässt sich hier unten schwer sagen. Ja. Hey, Idiota, die Treppe rauf. Viene saliendo un prisionero, abran la reja. Okay, Noth und Drake ist hier irgendwo gefangen. Schöner Tag, nicht? Sind das Spanier oder was auch immer? Hey, und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo. Welcome in Panama. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. Hey, Vargas, déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muéfense. Quietense, cabrones. Cabrones. Was heißt cabrones? Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Sieh, Chassi. Ich hab das Gefühl, hier sieht er richtig jung aus. Kann das sein? Ist das eine Vorgeschichte? Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Doch, Spanisch. Was hast du gesagt? Bist du früh genug raus? Na, oh, nee. Dann lo escuchaste. Okay. Was ist denn das ein verfluchter Ort hier? Da werden ja alle Gefangene verprügelt. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Atrás. De este encargo yo. Bien. Der wird hier verprügelt. Und ey! Lass dich mal kurz hier durch. Okay, der lass mich. Wie bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Es kratzt ein bisschen. So. Para, para, para. Geld. Willst du Geld? Nein, nein. Nicht alle. Okay. Okay, jetzt geht's noch tiefer. Wieder. Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Nach links? Das ist rechts. Das andere links. Ja, Sir. Es gibt zwei links. Gut zu wissen. Dadurch. Dadurch, meinst du? Nathan Drake sieht hier einfach zu jung aus. Das ist irgendeine Vorgeschichte. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja. Ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen, niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Wow. Alles von einem einzigen Schiff. Von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist,
Kannst du das mit Rafe ausmachen? Na los! Der Brief. Por favor. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Bricht dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Danke, danke, danke. Wie hieß er nochmals? Ja. Vargas. Da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Dann gehen wir mal dorthin, ne? So, schau mal kurz hier rum. Haben wir hier Schätze rumliegen? Jetzt mal ganz im Ernst. Haben die von Naughty Dog Treasures versteckt in diesem Spiel? Oder wurde das irgendwie vergessen? Oder gibt es momentan keine? Da, wo ich bin. Aber Leute, die Umgebung sieht fantastisch aus, Mann. Mamma mia. Okay, hier unten kann ich nicht viel anfangen, okay. Komm. Sauber. Na bitte, Kinderspiel. So. Drake ist mir hier zu jung. Das ist irgendeine Vorgeschichte hier. Irgendeine Vorgeschichte. Das kann nicht sein. Aufpassen, Drake. Hier haben wir was Schönes. Bingo. Und weiter geht's. Snickers und weiter geht's. So. Okay, ich glaube, wir müssen hier durch. Ja, geh hier runter, Drake. Drake! So. Achso. Ah, ein Schatz! Erster Schatz! Okay, wurde doch nicht vergessen. Zum Glück. Okay, damit wird es klappen. Ja, warte mal. Hier wurde kein Schatz versteckt, okay. Ich muss hier nur ein bisschen abchecken, Leute. Ich bin ein bisschen der Abchecker in diesem Spiel. Uncharted. Erinnert mich ein bisschen Tomb Raider. Tomb Raider. Was ist das? Grablaser. Tomb Raider. Okay. Bis dorthin. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Auf geht's. Hoppa. Sauber. So. Ein Schatz. 300 Jahre alt. Keine Garantie, dass sie noch da ist. Es wird ein bisschen gefährlich. Ich hab mich jetzt gerade selber wundert, ob dort was. Mann, Mamma mia. Nehme ich gerade selber wundert, ob dort was versteckt ist. Ein Paradies. Ja, ja, das könnten wir, aber. Warte mal, Drake. Okay, nur mal kurz abchecken. So, und jetzt. 3, 2, 1. Sauber. Du hast vieles gelernt von deinem Bruder, hm? Ja, geil. Hat noch sein Bruder-Event. Komm ich hier? Auf nach oben. Ja, da kannst du... Warte mal. Jetzt schauen wir mal hier, ob wir hier was finden. Aber das ist nur der Abgrund. Kein Schatz, okay. Drake, du bist doch nicht Lebensmittel hier. So. So, geh
hier auf. So, Opa. Sehr gut. Sehr gut. Die höchste Zelle. Die höchste Zelle ist wahrscheinlich zu oberst. Denke ich jetzt mal. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Mhm. Moment mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, auf der rechten Seite ist das versteckt. Oh Mist! Nee, Mann! Ein bisschen runter, jawohl. Okay, geht nicht. Scheiße. Okay, alles gut, alles gut. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Ich gehe hier rein. So. Oh, da. Okay. Wo lang? Das finden wir raus, Rick. Keine Sorge. Aber zuerst mal schauen, ob es hier Schätze gibt. Hier haben wir was. Aha. Ich muss da hoch. Sauber. Aufpassen. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Kaum zu glauben. Wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Lesen. 18. September 1696. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Averys Crew hängen. Und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihnen vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Meinen Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtenden Kapitän hören. 20. September 1696. Okay. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine Armeeselle war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechungen eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei, und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Da kann ich dich verstehen. Okay, leider keine Schätze. Die Spanier waren geizig. So. Ja, von hier muss ich durch. Wow, das war jetzt knapp. Okay, das war jetzt knapp. Das war jetzt Glückssache. Ah, nur von hier konnte man hier durch, hä? Das ist ziemlich cool. Oh oh, Drake. Mamma mia. Sam verpasst echt was. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Ihr Sweet. Okay, hier. Wo fange ich an? Aha. Das ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Es hat eine Bedeutung, Drake. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Mhm. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Okay, Sonne.
Tonmesser. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Schütze und Skorpion. Schütze haben wir hier. Und das hier, sah das so aus mit... Jawohl. Schütze ist so ein X. Wo war das? Skorpion. Warte, Moment mal. Also Schütze ist diese X mit Boden und Decke. X mit Boden und Decke. Hier. Römische 10. Nichts. Was stand nochmal im Brief? Nee, das kann doch nicht sein. Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Und die römische Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Hier. Schütze. Römische 10. Römische 10. Wo haben wir die Nummer 10? Meldet sich hier freiwillig. Wo war die 10 schon wieder? Hier. Leider nein. Ah, fuck. Scheiße, was mache ich? Das war die 10. Der untere hier. Trick. Ja, wieso willst du das nicht jetzt nehmen? Ja, ist mir. Ich probiere jetzt mal alles aus. Nichts. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Ah, nein. Wo war das Zeichen mit der Sonne und Ja, okay. Zwölf. 10 und 2 gibt 12. Kann das sein? Hier. 10 und 2. X und II. Ah. Das einer an. Sehr schön. Digna factis recipimus. Was heißt das, Rick? Das muss es sein. Mal zurück. Gehen wir mal zurück, ja? Also, wie komme ich hier wieder hoch? Ah, hier, ja. Oh, 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 oh. Oh, ich sollte aufpassen. Auf jeden Fall solltest du hier aufpassen. Man weiß nie, wie stabil... Oh, wow. Oh, wie abgespaced das aussieht. Man weiß nie, wie stabil die... Oh. Und abwärts. Und jetzt. Oh, oh, und Jumper Blow. So, kinderleicht.
Oh, das Spiel gefällt mir, Digga. Vorsicht. Nee, falsch. Okay, ich hab irgendwie das doofe Gefühl, das bricht hier jetzt aus zusammen. Okay, runter. Auf ein neues. Oh. Das kriegt Rafe niemals hin. Nee, sicher nicht. Auf Wiedersehen, Schulter. Ist so geil. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Opa. Schnell, 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 Drake. So. Okay, muss ich hier gerade... Oder hier? Oh, Scheiße. Nein, 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 nein. Oda. Geschafft. Ich habe jetzt keinen Schatz gefunden. Nur einen vorhin. Aber das kann nicht aussehen, oder? Oh, oh, oh. So muss es laufen. So muss es laufen. Super, super, oder? Was ist das? Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war er nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Ja. Und zurück wieder ins gewohnte Leben im Gefängnis. Okay. Wenn du mit ihm geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Ja. Ah, die spielen hier um Zigaretten, Digga. Suerte de principiante, verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿no? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Jetzt bin ich gespannt. Okay, läuft das rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße.
Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen... Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sale! Hey, ¿vas tú vas? ¡Tú no te metas! Uy, uy, uy. So, und so fängt's an. Digga. Du hast dich auch nicht angeboten. Oh, shit. Ich dachte... Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh, Alter, das ist so intens hier. Wow, Utam. Alter, das sieht so geil aus. Was? Ey! Komm her! Und jetzt! Ah, Mann! Komm! Und dann! Komm jetzt! Oh, der hat mich, Sam! Hey, lass los! Wow! Gut, espera! Ja, basta de hablar! Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Alguien sé! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¡Oh, oh! ¿Es la Schmuggelware? Vargas. ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? ¡Llevo su celda! Atrae a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen.
Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön, benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Er ist kalt getötet. Verdammt, das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehörte das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Okay, jetzt weg. Verdammt nochmal. Oh ja, ja, Rafe, 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 du hast uns jetzt ziemlich in die Scheiße rein. Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen. Dort haben wir keinen Schatz. Ich muss immer meine Augen offen halten für die Schätze in diesem Spiel. Okay, hier, Fenster, komme. Komm, Rafe. Komm, komm, Rafe. Nein, das Sam schafft, schaffe ich das auch. Komm, komm, komm. Rafe, kommst du? Wo ist Rafe, Mann? Oh Gott. Ja, ich komme. Opa. Wo, hier runter, Scheiße. Geschlossen. Wo willst du durch? Hier. Komm. Noch eine Sackgasse. Die Feuerleiter. Ja. Na los, Sam. Komm, komm, Sam. Oh. Dieser Rafe, Alter, der ist mein kein guter Typ hier. Oh nein! Okay, jetzt habe ich die. Wow, und... Wow, Alter, Tiger, ich bin jetzt hier momentan im Adrenalin-Modus. Und dieser Rafe ist weg. Schnell, 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 schnell. Keine Zeit zum Gucken hier. Ein Irrgarten, ja, das kann ich dir sagen. Oh. Danke. Da ist der Leuchtturm.
Super. Sam, kommst du? So, komm. Sam, komm. Oh meine Güte, Alter. Und Sam! Komm! Ich zieh dich hoch! Ich hab dich! Komm! Oh, Gott sei Dank, Alter. Sam, nein! Nein, festhalten! Nein! Festhalten! Sam! Nicht die... Die andere Hand! Los, hoch! Nein! Sam! Nicht im Ernst, oder? Wir müssen weiter. Nein, er ist doch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse ihn nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Wie du willst. Okay, ich muss weiter, sonst bin ich auch tot. Ich habe jetzt fast angefangen zu weinen. Oh, Scheiße, Digga. Wow. Ist wirklich tot? Ja, das war erst der Intro. Okay. El Dorado, Uncharted 1. Ja, Uncharted 2. Ja, die Zugszene, oh, das war geil. Uncharted 2 am Anfang. Das war in Peru, oder? Ja, genau. Shambhala. Das war Uncharted 3 in der Wüste mit der Flugzeugszene. Eine der legendärsten Szenen, was es jemals gegeben hat. Bruce Raleigh and Neil Druckmann. Fünfzehn Jahre später. Okay, und jetzt auf dem Grund. Okay, laut Signal bist du bei den Jameson. Eine Spur von der Beute? Wer ist denn dieser Jameson, Mann? Noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimm stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden. So, Leute, das Kapitel 3 kommt jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also, ich hatte definitiv Spaß. Ich muss weiterspielen. Also, Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Teilt das Video, kommentiert das Video, abonniert mich auf YouTube und Twitch. Und, ja, wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Ciao, ciao.